die berühmte Kieler Sprotte. Die stammt übrigens nicht aus Kiel, sondern aus Eckernförde. Und der Weihnachtsbaum dort, der ist den Einwohnern so wichtig, dass sie den Schmuck dafür sogar jedes Jahr spenden. Unsere Reporterin Mona Trebing, die ist in dem herrlichen Ostseebad in Schleswig-Holstein auf Expedition und trifft dort viele aufgeschlossene Menschen. Eckernförde liegt, wie es sich für ein echtes Ostseebad gehört, direkt am Meer. Es gibt kilometerlangen Sandstrand und ich mache mich jetzt mal auf den Weg und bin gespannt, wen ich hier alles so treffe. Rund 23.000 Menschen wohnen in Eckernförde. Bei dem rauen Wetter heute ist der Strand allerdings eher leer. Deswegen fallen mir diese beiden jungen Frauen sofort auf. Weil sie kein Deutsch sprechen, unterhalten wir uns auf Englisch. I was just wondering, was macht ihr denn hier? Wir arbeiten. You're working? Ich mache Fotos für meine Ausstellung nächsten Monat. Next month. Die beiden sind Künstlerinnen, kommen aus dem Westen der Ukraine und sind seit ein paar Monaten hier. Die Vogelmaske hat Soriana selbst aus Keramik gefertigt. Ihr Vorbild, die Friedenstaube, oft in strahlendem Weiß dargestellt. Für Soriana kann dieser Vogel des Friedens aber nicht mehr weiß sein. Ich denke, Künstlerinnen haben die Möglichkeit, mit ihrer Kunst etwas auszudrücken. Und das versuche ich. Natürlich habe ich lange überlegt, ob ich wirklich etwas über den Krieg machen soll, aber er ist sowieso immer in meinem Kopf, also will ich meine Chance nutzen. Die beiden lieben Eckernförde, wegen des Meers, der Seeluft und der Ruhe hier, vermissen aber auch ihre Heimat und wollen bald wieder zurück. Ich mache mich auch weiter, auf den Weg in Richtung Stadt. Es dauert nicht lange, da treffe ich auf ein echtes Eckernförder Urgestein, Günther Hass, ehemaliger Stadtrat und Architekt. Er erzählt, dass er die Stadthalle hier mit entworfen hat und zeigt sie mir. Ich habe damals mit dem Architekten Winkelmann zusammen den Entwurf gemacht und den Auftrag gekriegt. Und dann haben wir nach 12 Monaten und einem Monat noch für die Einrichtung die Halle der Stadt übergeben. Und die ist jetzt seit 50 Jahren hier in Betrieb. Und was ist das für ein Gefühl, wenn Sie hier so langlaufen, wenn Sie sich die anschauen? Na, zufriedener kann man eigentlich gar nicht sein, wenn man in seiner Heimatstadt die Chance hatte, die Stadthalle zu bauen. Ich bin ja auch noch ein bisschen immer daran interessiert, wie die Entwicklung in der Stadt weitergeht. Meld mich mal zu Wort. Diese Geschichte mit dem Weihnachtsbaum ist auch so eine aktive Geschichte, was mir Spaß bringt und wo die Bürger auch sich dran freuen. Mit dieser Geschichte mit dem Weihnachtsbaum meint er übrigens den sogenannten Bürgerbaum von Eckernförde. Der steht auf dem Rathausplatz, wird gerade professionell geschmückt und soll bald leuchten. Bürgerbaum heißt er, weil die Menschen aus Eckernförde das Schmücken mit Spenden finanzieren. Wir bekommen da Spenden. 5 Euro, 10 Euro, 200 Euro, 500 Euro. Weil den Eckernfördern ihr Weihnachtsbaum sehr wichtig ist. Ja, der wird inzwischen geliebt. Die Familien kommen mit Kindern und machen Fotos und schicken diese Fotos als Postkarten los in die Welt und sagen, guck mal, das ist Eckernförde. Ach, wie schön. Das heißt, Sie haben einen schönen Zusammenhalt hier auch in der Stadt. Ja, das ist so einer zum Beispiel, wo wir so ein bisschen versuchen, dazu beizutragen, weil das Spaß macht für uns auch. Und wir merken, wie begeistert die Leute kommen, oh, der Baum ist wieder da. Günther Haas hofft, dass er den Baum noch viele Jahre bestaunen kann. Der 85-Jährige hat nämlich noch große Pläne für die Zukunft. Wollen Sie 100 werden? Ja. Ja? Ja, warum nicht? Kann man sich ja vornehmen. Kostet ja nichts. Ja, das stimmt. Und mit diesem guten Vorsatz geht's für mich weiter. Vorbei an kleinen Boutiquen und gemütlichen Kaffeehäusern. Ab an den Hafen, der direkt an die Innenstadt anschließt. Eckernförde ist eine alte Fischerstadt, besonders bekannt auch für seine Fischräuchereien. Die berühmte Kieler Sprotte zum Beispiel wurde damals genau hier vor den Toren der Stadt gefangen und auch geräuchert. Heute leben hier allerdings nur noch ganz wenige Menschen von der Fischerei. Ich habe mich gefragt, wieso sie eigentlich Kieler Sprotte heißt, wenn sie doch aus Eckernförde kommt. Heikles Thema, habe ich erfahren. Und ganz genau weiß man es tatsächlich auch nicht. Wahrscheinlich hat es aber damit zu tun, dass die Fische damals mit Kieler Poststempel versendet wurden. Viele, mit denen ich heute hier in Eckernförde gesprochen habe, haben mir gesagt, ich muss unbedingt die Bonbon-Kocherei besuchen. Und ich glaube, ich habe sie auch schon gefunden.
Ein buntes Paradies für alle Bonbon-Fans. Und sogar unsere Ex-Bundeskanzlerin war schon hier und hat mitgeholfen. Sie hat wirklich hier geknetet und sie hat sich so gegeben, als wenn sie jeden Tag Bonbons macht. Also ein Naturtalent. Heute gibt's aber keine Bundeskanzlerinnen-Bonbons, sondern ich treffe auf eine andere, alte Bekannte. Die Kieler bzw. Eckernförder Sprotte. Hier, in den Farben des Landes übrigens ganz diplomatisch, Schleswig-Holstein-Sprotte genannt. Ihre Herstellung ist eine ganz schön heiße Angelegenheit. So, also hier kommt jetzt unser Bonbonteig bei 150 Grad auf unseren Tisch. Wir teilen ihn gleich in drei Teigportionen auf. Wir wollen als nächstes ein dreifarbiges Bonbon machen. Und zwei von den drei Teigen können wir jetzt hier mit Lebensmittelfarbe schon mal farblich bestimmen. 150 Grad, wie oft hast du dich schon verbrannt? Ich sag mal, man verbrennt sich so ungefähr dreimal und dann passt man auf. Dann nie wieder. Und warum bist du jetzt bei den Bonbons schon so lange hängen geblieben? Ja, ich würde sagen, ich habe meine Passion hier gefunden. Das Schönere habe ich noch nicht gefunden und kann ich mir auch so noch nicht vorstellen. Und was hast du gelernt? Ich persönlich bin gelernter Bäcker, bin also als Quereinsteiger hier angefangen und habe dann vom Chef direkt das alles hier gelernt. Der Chef lebt mit der Bonbonkocherei seinen Traum und wie alle, die ich heute hier kennengelernt habe, schwärmt er für die Stadt. Für uns war ganz klar, Eckernförde ist der Favorit als Standort, einfach weil wir hier schon als Kinder am Strand waren. Und in Eckernförde wirklich so einzigartig ist durch diese Innenstadt, Hafen und Strand. Alles in unmittelbarer Nachbarschaft. Und deswegen haben wir gesagt, muss das Eckernförde sein. Süß, duftend und noch ganz warm kommen sie dann aus der Presse raus. Rund 3000 kleine Sprotten. Da läuft einem ganz schön das Wasser im Mund zusammen. Das Tolle ist ja hier bei uns, wenn man hier zugeschaut, wie wir Bonbons herstellen, dass man das direkt auch mal probieren kann. Also, hier haben wir eine frische Schleswig-Holstein-Sprotte. Bevor ich jetzt diese Schleswig-Holsteiner Sprotte probiere, verabschiede ich mich lieber mal, weil mit vollem Mund soll man ja nicht sprechen. Also, bis dann. Da würde ich auch nicht Nein sagen. Dank und Gruß nach Eckernförde.